So, was haben wir denn heute? Wir haben heute ein Jahr Model 3 Standard Range Plus. Die Zeit rennt, es ist ein Jahr um. Ich weiß noch ganz genau, wie damals der Peter hier bei mir vorbeikam. Spontan hatte ich ihn per E-Mail kontaktiert. Der ist gleich am Nachmittag vorbeigekommen. Wir haben eine kleine Runde gedreht, eben Fahrwerk checken, Sitze, ob mir das gefällt und wie der Wagen so fährt. Und dann habe ich den Wagen bestellt. Also, jetzt gibt es so ein bisschen Vor- und Nachteile für das Jahr, was ich so erlebt habe. Seid gespannt. Fangen wir mal außen an. Ihr habt gesehen, also der Wagen sieht immer noch top aus, eigentlich wie neu. Nur vorne im vorderen Bereich gibt es halt einige Steinschläge. Das Kunststoff ist ja relativ weich. Da habe ich halt einige bei, die, wo der Klarlack so ein bisschen abgeplatzt ist oder wo es richtig durchgegangen ist. Aber ich will mal fast sagen, das ist nicht schlimmer als bei anderen Autos. So, und dann ist das Thema ja generell von der Qualität hier beim Model 3 mit den Spaltmaßen. Da ist meine eigentlich recht gut aufgestellt. Also das kenne ich auch von anderen Automarken. Insofern, ja, so ein paar Sachen, wo man sagt, ja, da könnte Iller nochmal nachbessern in der Qualität. Ob das jetzt heute schon der Fall ist, kann ich nicht beurteilen. Vielleicht sind die neueren Model 3 da wirklich auch besser aufgestellt. An den Felgen seht ihr hier das typische Problem. Das heißt, durch das Reifen- und Felgendesign stößt man hier leicht die Felge an. Rechts besonders, da bin ich ganz schön rangeratscht. Im Innenraum, also ich fahre hauptsächlich alleine das Auto zurzeit. Klar, wir haben schon größere Trips gemacht, auch mit mehreren. Das heißt, die Abnutzungsspuren, die hier, zeige ich mal, lasse ich mal einblenden, das geht. Also an der Fahrertür ist eigentlich gar nichts. Auch Armablage, ich fahre meistens mit dem Arm hier so entsprechend hoch und dann zum Lenkrad. Das geht auch alles. Auch die Armlehne hier hat also keine großartigen Spuren, eigentlich gar nichts, eigentlich wie neu. Das heißt, der Innenraum ist eigentlich top. Und ja, also da muss ich sagen, auch die Griffe, Schalter, ich habe keine Probleme, funktioniert auch alles. Ja, kommen wir zu den Problemen. Also ich hatte halt bei der Übergabe, das seht ihr, kann ich hier nochmal kurz einblenden, kam der Ranger dann 6 Wochen später vorbei, hat die dann alle behoben. Und dann hatte ich den Ranger nochmal hier für den Frunk. Da gibt es ja 2 Aktuatoren für die Verriegelung und da war halt der eine Aktuator kaputt. So, und das hatte ich. Sonst habe ich keine Probleme, also ich habe keinen Stress, ich habe keine Fehler, alles funktioniert wunderbar. Was ist nicht so gut oder schlecht oder beziehungsweise was ist verbesserungswürdig? Ja, wie gesagt, im vorderen Bereich, ich habe da halt so ein paar Platzer, wo der Klarlack so weggesprungen ist. Ich glaube, das kenne ich von anderen Autos nicht so. Da hat man entweder wirklich eine Macke oder ist es okay, aber dass so der Klarlack so leicht ab ist, weiß nicht, da könnte man wahrscheinlich den Lack verbessern. Ja, Spaltmaße hatte ich ja schon. Dann ist ein Thema, was mich nervt, sind Querfugen. Da fängt der Wagen so an, sich wirklich in der Fahrtrichtung so aufzuschaukeln. Ja, das heißt, das ist, wo ich sage, da könnte man das Fahrwerk sicherlich verbessern. Ja, und dann wünsche ich mir gerne einfach vom Werk aus auch eine elektrische Trunk-and-Frunk-Öffnung, dass man das als Option kaufen kann. Ja. So, dann ist die Ladegeschwindigkeit halt auch mal ein Thema. AC-Laden mit 11 kW könnten auch 22 sein. So viel teurer ist das nun wirklich nicht. Oder als Option.
weil die meisten Ladesäulen sind heute immer noch 22 kW AC-Ladesäulen. Und da steht man einfach besser da. Das heißt, ich gehe eine halbe Stunde einkaufen und kriege halt einfach mehr ins Auto. Ja? Das wäre noch so ein Wunsch. Aber da haben ja viele Probleme mit. Andere Autohersteller, die bieten teilweise nur 7,4 kW Ladeleistung an, einphasig da oder zweiphasig gibt es teilweise sogar. Verstehe ich nach wie vor überhaupt nicht. Das AC-Laden müsste einfach ein bisschen schneller gehen. Ja, und dann eigentlich mein Favorit war ja nicht der Standard Model Range Plus, sondern für mich war eigentlich das Long Range mit einem Motor. Das haben sie ja leider aus dem Programm genommen, weil das, würde ich sagen, ist das bessere Auto. Das heißt, dann gerade im Winterbereich, da komme ich nachher nochmal dazu, das heißt, ein bisschen größeren Akku mit einem Motor, das wäre super. Ja, und was habe ich noch? Keine Außenspiegel. Also das ist auch was, wo ich sagen würde, die Außenspiegel machen sehr viel Windgeräusche, ist halt ein Problem für den CW-Wert, der sonst sehr gut ist bei dem Auto. Wegdesign. Spiegel, kleine Kameras machen mit Display im Bereich hier, wo der Lautsprecher sitzt, würde vollkommen ausreichen. Das wäre eigentlich so mein Wunsch. Und ich möchte gerne die App noch ein bisschen optimiert haben. Das heißt, dort würde ich auch noch mal gerne die Ladeleistung einstellen, sprich nicht die Leistung, sondern die Amperezahl. So wie im Auto auch, da kann ich ja 5, 6, 7, 8 kann ich in einer Schritt eine Ladeleistung einstellen. Das würde ich auch gerne über die App wollen. Ich hatte noch ein Problem mit dem Fensterheber hinten links. Da ging die Scheibe rauf und runter, beziehungsweise zu früh rauf und die Tür war noch nicht richtig zu. Und dann ist die Scheibe hier auf der Chromleiste, war die. Ja, da dachte ich schon, oh Gott, die Tür geht nicht mehr auf, weil das war also ja der Hammer eigentlich. Und angeblich soll man das erstattet bekommen von Tesla, weil die Ursache wohl nicht ganz klar ist. Ja, sonst, wie ist denn mein allgemeiner Eindruck von dem Wagen? Also ich bin ja schon viele Autos gefahren, auch gute Autos. Und ich muss sagen, also dieses elektrische Fahren gefällt mir einfach super. Ne? Das heißt, die Beschleunigung ist irre. Und das macht Spaß. Das hatte ich bei anderen Autos schon. Die Endgeschwindigkeit interessiert mich eigentlich weniger. Aber wie komme ich von unten raus? Ne? Das heißt, ich bin schon oft auch andere Autos mit Turbo gefahren und so weiter. Das macht halt Laune und das finde ich klasse. Also das Auto sonst gefällt mir super. Also da gibt es gar nichts. Und wie gesagt, was ich vorhin sagte, dem Fahrwerk, könnte ein bisschen optimiert werden. Aber sonst muss ich sagen, so vom Fahrkomfort, auch wenn ich jetzt 200 fahre, die paar Windgeräusche, das ist ideal, nicht? Also komfortableres Reisen, das eigentlich gar nicht. Die Sitze sind sehr bequem, also selten so gut gesessen, muss ich wirklich sagen. Und ich habe gute Sitze gehabt. Ich bin immer mit Recaro Sportsitzen teilweise gefahren, aber nicht die harten, sondern die vernünftigen, sage ich mal, für die normalen Anwender. Und so vom Seitenhalt und so und auch mit der Lordose-Einstellung, dass das elektrisch verstellbar ist, ist für meinen Rücken ideal. Und sonst von den Abmaßen auch im Stadtverkehr ist dieses Model 3 eigentlich klasse. Also da gibt es auch nichts zu meckern. Ja, das sind wir schon bei den Gutpunkten hier. Ne? So, und das Ganze ist halt, dass ich bin ja Verfechter von dem Tesla-Konzept. Das heißt, ich kaufe nicht nur ein Auto, sondern ich kaufe auf Software, sprich Autopilot. Und die ganze Steuerung hier, die immer over the air so perfekt funktioniert. Also die Updates funktionieren ja perfekt, also da gibt es ja gar nichts. Meine Erfahrung zumindest. Wenn ihr andere habt, schreibt das mal unten rein. Und dann habe ich halt die Ladesäulen. Ja, das heißt, ich kaufe ein Gesamtkonzept. Und das ist anders als bei anderen Autos. Und da bin ich auch bereit, mehr Geld auszugeben, weil ich weiß, die Ladesäulen müssen sich natürlich auch finanzieren. Und die Software Autopilot, klar, das gehört natürlich heute irgendwie dazu, ist aber noch immer ein Alleinstellungsmerkmal von Tesla, dass das alles auch so perfekt funktioniert. Ja, dann sind diese kontinuierlichen Verbesserungen klasse. Ja. Das heißt, ich kriege mal eben 5% mehr Leistung, ja, über das Update. Das kommt alles übers Netz. Ich muss nicht in die Werkstatt fahren. Ja, das ist super. Oder ich kleine Verbesserungen wie Fensterspalt mal eben ein bisschen runterfahren. Ja, das ist perfekt einfach. Ja, und dann natürlich auch Kameraüberwachung, dass ich, wenn ich das Auto parke, mit dem Sentinel-Mode überwachen kann. Ich habe die Dashcam-Funktion. Ich weiß gar nicht, ob andere Elektroautos das auch haben. Also das ist schon auch eine klasse Sache. Ja, die Ladeleistung, klar, DC-Ladeleistung, das passt. Ne? Stauraum habe ich auch jede Menge im Auto. Also gerade mit dem Frunk, ich verstehe gar nicht, warum die anderen Hersteller es nicht hinbekommen, auch immer einen Frunk zu bauen. Wieso das nur Tesla schafft, ist mir auch so ein bisschen unerklärlich.
Ja, und diese Nachkaufoption für die Software auch. Also da muss ich sagen, das ist auch eine super Sache. Das heißt, ich habe mal eben die Sitzheizung hinten ja nachgekauft. Der Standard Model Range Plus hatte ja vorher kein YouTube, kein Netflix. Das gab es dann eine Zeit lang umsonst einfach dazu. Das gibt es jetzt ja für 10 Euro im Monat. Das habe ich auch abonniert. Bin ich auch bereit dafür, weil hallo, ich kann da so viel streamen und gucken, wie ich möchte. Ne? Die Tesla App funktioniert auch perfekt mit Ladestart, Ladestopp. Also da gibt es Push-Nachrichten, finde ich auch eine gute Sache. Gibt sogar Push-Nachricht, glaube ich, wenn der Alarm ausgelöst wird auch. Das Glasdach gefällt mir auch sehr gut. Ne? Also das ist klasse. Ich dachte ja zuerst, ich hier als Glatzenträger im Winter ist es mir zu kalt. Im Sommer ist es mir zu heiß auf der Birne. Kann ich überhaupt nicht bestätigen. Auch, dass die Lautstärke jetzt irgendwie schlimmer ist, gar nicht. Also das ist, finde ich, eine tolle Sache. Man hat ein super Panorama oben. Klar, als Fahrer guckt man da nicht so raus, aber die Mitfahrer, auch besonders die hinten im Vorhang sitzen, die schauen da schon raus. Ne? Ja, sonst Display, die Bedienung. Für mich passt das. Also ich liebe so einen minimalistischen Ansatz. Ich finde die Menüführung vollkommen okay. Sehr leicht verständlich alles. Wie gesagt, auch das Radio, der Sound ist hier vollkommen ausreichend, also finde ich, klingt gut. Was ich noch ganz vergessen hatte, ist, was auch positiv ist, ist die Sprachsteuerung. Es gibt mittlerweile so viele Befehle für die Sprachsteuerung, das ist also der Wahnsinn und das funktioniert immer besser. Das heißt, ich drücke ja hier auf dem Lenkrad und sage dann zum Beispiel Temperatur 18 Grad, ja, oder Klimaanlage an oder Wischerstufe 2. Das sind ja Sachen, deswegen, ich war ja so ein Skeptiker wegen dem fehlenden Wischerhebel, wo ich das einstellen kann. Aber das klappt jetzt, ne? Das heißt, ich kann sagen, Wischerstufe 3 und dann läuft er. Ja? Da brauche ich gar nicht ins Menü. Das heißt, viele Sachen, die ich im Menü habe, brauche ich gar nicht mehr. Die kann ich wirklich per Sprachsteuerung machen. Man muss sich nur dran gewöhnen. Was noch wirklich gut ist, ist natürlich auch der Verbrauch. Ja, das heißt, das Standard Range Plus braucht wirklich wenig Strom. Also wenn ich das vergleiche mit anderen Elektroautos, ist das echt super, ne? Also ich fahre den Wagen jetzt hier auf meiner Strecke 60% Autobahn, 120, 130, 25% Schnellstraße, so mit 80, 75, 80. In der Stadt ist das ein bisschen geringer, die Geschwindigkeit, als hier im Norden. Und dann noch ein bisschen Stadt. Im Sommer fahre ich den da mit 12 Kilowattstunden auf 100. Ich war auch schon mal bei 10. Ja, auch unter 10 hatte ich schon geschafft. Also das geht alles. Also der Wagen hier, als wir nach an die Ostsee gefahren sind, zu dritt, im Regen bin ich 140 so gefahren, mit 17, 18 Kilowattstunden auf 100. Und das für so ein großes Auto, also muss ich sagen, Hut ab. Also der CW-Wert hier und der Verbrauch und die Effektivität der Elektronik, ist klasse, ne? Also auch der Motor selbst halt ist sehr leise, also man hört ihn kaum, ja, also das ist auch eine super, super Geschichte mit diesem Reluktanzmotor. Ich denke mal auch, der braucht einfach nicht so viel Energie wie andere Motoren, also da kann man nicht meckern. Zu den Kosten, ich schau mal eben, ein Jahr, was habe ich, Versicherung habe ich 465 Euro gezahlt, ich bin bei der Hook24, hab da Vollkasko 500, Teilkasko ohne, weil das ja hier alles Glas ist. Achtung, ich fahre bei SF 33, also ich fahre ziemlich weit unten. Aber das ist ein normaler Preis. Also andere Autos in der Klasse kriegt man genauso versichert. Das ist jetzt nicht irgendwie teurer, ein Elektroauto hier oder den Tesla zu versichern. Also ganz normal. Ja, weitere Kosten. Winterreifen habe ich selber gewechselt. Da gab es gar nicht. Supercharger-Kosten hatte ich nichts, dank den Referral-Codes. Vielen Dank nochmal an die Käufer, die meinen Code benutzt haben. Ja, dann habe ich 12,50 Euro SWB Stromkarte im Monat, weil ich dort halt Kunde bin. Das ist also im Jahr 150 Euro quasi Tankkosten und zwar egal, wie viel ich tanke. Ja, also das ist natürlich schon der Brüller. Das heißt, meine Gesamtkalkulation für das Auto, was es mich schlussendlich kostet, ist so viel besser, wenn diese Stromkarte dabei ist. Oder ich lade halt über PV-Strom, da kostet mich die Kilowattstunde 11 Cent. Weil 11 Cent kriege ich vom Netzanbieter, wenn ich den Strom verkaufe. Da fahre ich super günstig mit. Insofern, ja, was habe ich für Kosten gehabt? Also quasi die Versicherung, die Stromkarte. Ja, was ist, nicht? Also klar wird das irgendwann teurer, logisch, nicht? Aber das geht alles.
Also ich bin so günstig gefahren wie noch nie. Also das ist wirklich so. Im Winter muss man ein bisschen drauf gucken, weil da verändert sich das Auto. Das Fahrverhalten verändert sich nur bedingt. Das Ganze geht damit los, dass der Akku halt kalt ist. Ja, das heißt, unter 8 Grad, hier beim Model 3, wird die Akkuheizung benötigt. Die Akkuheizung ist hier so gelöst, dass der Stator im Motor erwärmt wird, also da wird bestromt und gibt dann die Leistung ab und dann wird das entsprechend mit der Flüssigkeit rumgepumpt. So, und das kostet Energie. Das heißt, im Winter Licht, Heizung. Die Heizung, normale Innenraumheizung, ist eigentlich vergleichbar wie die Klima im Sommer, würde ich sagen. Also da habe ich jetzt nicht, dass ich sage, oh Gott, ich fahre jetzt immer mit Licht oder so, das ist alles Pillepalle. Nee, die Akkuheizung ist der Verbraucher. Ja? Ist halt so, dass wenn man den Ladestecker reinsteckt, die Akkuheizung nicht automatisch läuft. Ja? Sondern es ist so, der Akku wird erst erwärmt, wenn geladen wird. Insofern ist es im Winter immer, da habe ich auch hier das andere Video, da verlinke ich das oben auch nochmal oder hier einen kleinen Ausschnitt rein. Mache ich das immer so im Winter, jetzt wirklich 15 Minuten bis 30 Minuten, je nachdem wie kalt es ist, vor der Abfahrt von zu Hause, wenn ich morgens starte um 6, lädt der Wagen. Dann ist der Akku schon vortemperiert. Ich habe fast gute Rekuperation, natürlich nicht voll, weil der Akku ist nicht wirklich warm dann, ne? Aber wirklich eine Rekuperation habe ich überhaupt. Weil sonst, wenn man mit kaltem Akku losfährt, hat man keine Rekuperation. Dann braucht man wieder mehr Bremsen. Dann hat man mal höheren Bremsverschleiß. Ich meine, es geht auch noch. Und was man natürlich hat bei der Kälte, man hat dann auch nicht volle Leistung. Das heißt, ich kann ja aus dem Akku auch nicht den vollen Strom ziehen, wenn der nicht die richtige Temperatur hat. So, und das ist so ein Manko jetzt beim Standard Range Plus. Der hat nämlich nur einen Motor. Das heißt, ich habe nur einen Stator, der die Energie abgibt. Beim Long Range Modell habe ich halt zwei. Damit ist der Akku, der ist zwar auch ein bisschen größer, aber der Akku ist schneller warm. Im Winter, wenn ich von der Arbeit fahre, da kann ich das halt nicht machen. Ich habe keine Ladesäule dort. Dann fahre ich mit kaltem Akku los. Dann fahre ich 30 Kilometer und ich bin gerade mal fast zu Hause und habe dann die volle Rekuperation erreicht. Bei 0 bis minus 5 Grad, wenn es jetzt noch kälter wird, dann fahre ich wahrscheinlich hier mit kaltem Akku komplett durch die Gegend, weil die Erwärmung gar nicht ausreicht. Das ist so ein Nachteil an dem Wagen, wo ich sage, da fehlt mir eigentlich so ein bisschen ein Zuheizer. Nun gibt es ja glücklicherweise, das heißt, ich habe beim Losfahren das Problem mit dem kalten Akku, genauso aber wie beim Laden. Das heißt, wenn ich an die Ladesäule fahre, ist die Ladeleistung erheblich verringert im Winter. Das heißt, an der 50 DC Ladesäule, wenn es 0 Grad ist und ich komme mit kaltem Akku an, dann lädt er dann mit 20 kW statt mit 40 oder 50. Dann wird das zwar ein bisschen mehr über die Zeit, weil der Akku ja sich aufwärmt, aber dann kommst du vielleicht auf 30 oder 35, aber nicht mehr. So, und jetzt hat der, das ist das Elon, hat es ja freischalten lassen, dass man quasi navigieren kann zu einer Säule, auch die nicht Tesla ist, und dann wird der Akku vortemperiert, also vorkonditioniert. Und das ist dann die Lösung für den Winter, das heißt, ich muss immerhin navigieren, aber ich muss auch eine gewisse Strecke fahren, weil die Leistung von dem Stator nicht so groß ist. Das heißt, ich werde den Akku dann auch nicht voll temperieren können. Und dann steht man einfach länger an der Ladesäule. Das ist im Winter dann einfach so. Es sei denn, man hat eine lange Strecke, wie gesagt, wo das dann vorkonditioniert wird. So. Nachteil am Model 3 hier noch generell, oder Nachteil, man muss damit umgehen. Wenn der Akku unter 20% ist, kann ich nicht die Innenraumheizung aktivieren zum Erwärmen des Autos. Das heißt, wenn ich irgendwo parke, es schneit, es friert, mal Fotos hier noch, dann ist es so, dass ich den Innenraum nicht aufwärmen kann. Wenn ich Pech habe, komme ich gar nicht ins Auto. Ja, dann kann dann halt passieren, dass man das Auto nicht aufkriegt, wenn das zugefroren ist. Das heißt, man muss den Akku erst laden, anstecken, dann lädt er über 20% und dann kann ich auch den Innenraum wieder heizen. Das heißt, wenn ich irgendwo parke und fahre, das heißt, ich muss immer gucken, dass ich sage, okay, im Winter 30% sollte ich immer im Akku haben. Das heißt, im Winter habe ich eine höhere Ladefrequenz einfach, ja, weil ich dann vielleicht nicht ganz so weit runterfahre. Also ich würde mal sagen, die Reichweite im Winter ist circa bis zu 100 Kilometer weniger. Das heißt, normal habe ich jetzt hier vielleicht 300, 350. Dann habe ich ja 200, 250 nur mit dem Standard Range Plus. Das ist halt für die Reiseperformance im Winter, ja, muss man das halt berücksichtigen, dass man auch dann öfters laden muss. Ja.
Obwohl natürlich, wenn man Langstrecke fährt, der Akku deutlich ja, wärmer wird. Das ist einfach so, als wenn ich jetzt hier in der Stadt in der Kurzstrecke rumjucke. Ja, das heißt, diese 30 Kilometer hin, 30 Kilometer zurück für die Arbeit, da fahre ich ja quasi den Wagen kalt. Da brauche ich natürlich mehr Leistung, als wenn ich jetzt auf Tour gehe, wo ich sage, so, jetzt ist die Akkuerwärmung relativ schnell gegessen und ich brauche die Heizleistung nicht mehr. Also wie gesagt, für mich ist der Tipp im Winter, fang kurz vor Abfahrt das Laden an oder lad den Wagen komplett über Nacht durch, dann startet ihr morgens mit einem relativ temperierten Akku und dann habt ihr auch mehr Rekuperation wieder. Auch die Leistung ist dann entsprechend nicht so stark reduziert, weil die geht doch ganz schön runter, wenn der Akku komplett kalt ist. Also da die Beschleunigung, ja, viel Strom kommt da nicht so raus, dass ich sage, ich habe hier eine gute Leistung. Ne? Klar fährt man immer noch, aber mal eben so ein Kick und geht nicht. Ja, mein Fazit zu dem Auto. Ja, wie ich schon gesagt habe, das ideale Auto wäre für mich gewesen mit dem größeren Akku. Weil ich habe halt doch festgestellt, ja, im Winter ist es manchmal dann doch ein bisschen knapp. Beziehungsweise man muss dann häufiger laden. Momentan lade ich immer so, wie gesagt, an der öffentlichen Ladesäule einmal die Woche halt so. Auch vielleicht zwischenzeitlich mal zu Hause, aber meistens an den Ladesäulen. Und im Winter muss man es einfach öfter laden. Damit kann man umgehen. Wie gesagt, es war jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, oh Gott, ich brauche jetzt unbedingt den großen Akku, weil der große Akku mit dem Long Range, also mit dem Motor, zwei Motoren, der kostet natürlich auch gleich eine Ecke mehr. Und ich habe mich dann doch halt für das Standard Range Plus hier entschieden. Und im Nachgang muss ich sagen, ja, gute Entscheidung. Aber wie gesagt, der Akku ein Ticken größer wäre nicht schlecht, ne? Sozusagen. So, ich wollte euch noch ein paar andere Sachen erzählen, die ich jetzt im Video vorher noch nicht so gebracht hatte. Zum Beispiel, was auch ganz toll ist, was ich so als normal jetzt schon quasi ansehe, was ja aber nicht normal ist, ist halt, dass ich keinen Autoschlüssel mehr habe. Nicht? Also ich zeige das hier nochmal, nicht? Mit der Schlüsselkarte, die RFID-Karte, zwei Stück kriegt man da halt und das ist natürlich klasse. Oder mit einem Smartphone, das habe ich eh immer dabei. Das heißt, ich habe nicht mehr diesen dicken Schlüssel in der Hose. Also das muss ich sagen, das ist ganz klasse. Nicht? Und dann nochmal zu Tesla insgesamt. Ja, also es funktioniert einfach. Das Konzept, was ich sage, was ich da, Auto, Software, Ladesäulen, die funktionieren, die Ladesäulen funktionieren, ja, der Support funktioniert auch, also ich habe mit dem Ranger, mit dem Bestellservice überhaupt gar keine Probleme gehabt, zügig antworten etc., das ging alles, aber wie gesagt, diese Konnektivität von dem Auto, ja, das heißt die App, die Funktionen der App, ja, das heißt die App selbst stürzt nicht ab. Die Installation hier von der Software auch, die über the air kommt, das funktioniert alles. Das heißt, ich habe keine Installations- oder Kommunikationsprobleme mehr. Alle Funktionen in der App, Auto öffnen, Auto schließen, Fenster rauf, Stückchen runter, Kofferraum vorne, hinten aufmachen, Überwachungsmodus einschalten, dann die Push-Nachrichten, das funktioniert. Und das ist bei den anderen Autoherstellern wirklich nicht so der Fall. Das heißt, ich habe hier volle Konnektivität, es funktioniert alles. Natürlich, einige Funktionen sind noch nicht so ausgereift, auch beim Autopiloten oder beim Navi, wo ich sage, warum kriege ich nicht eine Parallelroute angezeigt, 3, 4, 5 verschiedene Routen. Ja, das sind so Sachen, klar, die werden aber auch optimiert. Und ich muss nicht in die Werkstatt, sondern ich kriege alles over the air. Und das ist eine super Sache, das haben andere nicht. Und das wollte ich hier gerne nochmal erzählen. Auch der Punkt zum Beispiel mit der Vorklimatisierung. Ja, ich im Sommer, ich schalte die Klima, hier zeige ich noch meine App, einfach ein und dann steige ich nicht ins überhitzte Auto. Natürlich kostet das Energie, aber dieser Komfort, was ein Elektroauto, also nicht nur Tesla, sondern auch die anderen bieten das ja zum Teil. Ich weiß nicht, ob die über die App das so möglich ist, aber ich kann im Winter halt auch vorheizen. Ne? Also kratzen, wer muss denn heute noch kratzen? Ja, da schalte ich dann die Erwärmung an und dann nach 5 Minuten kann ich losfahren. Ja, ich habe keine beschlagenen Scheiben mehr, ich muss nicht mehr um die Ecke fahren, wieder neu kratzen. Ja, die Heizung reagiert natürlich viel, viel schneller im Winter. Das ist ein großer Sicherheitsfeature auch wirklich, dass man sagt, ja, die Scheibe ist frei, ich kann gut gucken. Nicht? Und das ist auch wirklich eine tolle Sache. Oder ich stehe und warte irgendwo auf meinen Sohn, wenn ich ihn abholen muss. Und dann stehe ich da temperiert mit dem Auto. Ich habe keinen Lärm und ich habe keine Abgase. Mich hört überhaupt keiner und ich stehe da ganz toll rum. Und das gleiche halt im Sommer. Ich stehe klimatisiert herum, muss den Motor nicht laufen lassen. Ja, also das ist super. Nicht? Also dieses Konzept, dieser Komfort, den das Elektroauto so bietet, ist toll.
ist einfach toll. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ein paar Anregungen für Leute, die vielleicht sich überlegen, kaufe ich einen Tesla, kaufe ich keinen Tesla? Ist das Auto was für mich? Also wie gesagt, ich bin wirklich größtenteils zufrieden. Tolles Auto, das Fahren macht richtig viel Spaß. Die Qualität im Innenraum, ich finde die 1A. Außen mit den Spaltmaßen, naja, mein Gott, ich gucke da nicht so persönlich drauf. Ja, aber sonst ein tolles Auto. Und ja, nutzt meinen Referral-Code. Bitte kein Auto kaufen, kein Tesla kaufen ohne Code. Ihr kriegt auch 1500 Kilometer freies Superchargen. Immer mitnehmen. Einfach den Link oben eingeben und dann geht's weiter. Dann kommt ihr in den Bestellvorgang. Ja, also fahrt elektrisch und habt viel Spaß. Bis zum nächsten Mal.